Servus die Maulen und grüß euch die Buben. Ja, das werdet ihr jetzt schon länger nicht gehört haben. Aber heute wird das ein kleines Bubble-Video. Da werden wir ein bisschen was quasseln. Zieh ich mir jetzt ein bisschen in meinen Dschungel rein, den wisst ihr. Machen wir da ein kleines Superl Kaffee, ist sowieso klar. Und dann reden wir mal ein bisschen näher. Bis später. Jetzt gehen wir mal ein bisschen durch den Dschungel. Das gefällt mir. Ah ja, schön da. Sonne scheint mir auch. Es ist sogar so warm, ich glaube, ich muss sogar die Jacken ausziehen. Ja, gut, aber Palaver nicht mehr zu viel. Ich will euch noch eine Menge dazu. Ich will mir jetzt ein super machen, also nichts aufregen, das ist ein kleines Bio. Mit Rindgeschmack, das sollte mir eigentlich reichen. Dazu möchte ich heute wieder mal so ein Dreibein machen, weil die Suppen würde ich mir gerne über den Feuer machen, aber da setze ich heute wieder mal mein Pico-Grill ein. Also ich will da jetzt am Boden kein Feuer machen, obwohl das wurscht war, da ist alles waschellos, shit egal. Aber ich will mir da trotzdem ein schönes Dreibein bauen und das Ganze dann stelle ich mir über meinen Pico-Grill. Und so werden wir das checken. So, jetzt suchen wir mal was und dann schauen wir weiter. Ja, Freunde, mein Dreibein steht. Der Pico-Grill ist auch schon hergerichtet. Holz habe ich dort. Dann habe ich noch so einen Grillanzünder, den werde ich jetzt einmal testen. Ja, ich stecke mir da meistens in letzter Zeit so eine Stangerleine. Da kann man das eigentlich viel schöner nehmen. Muss man nicht aufs Brennende greifen. Und ja, das ist ein normaler Anzünder, den rauchen wir jetzt ein bisschen auf, damit er schön einen Funken fängt. Ja. Und er brennt schon. Ja, der brennt schon fröhlich hin, schön. Und legen wir jetzt da her. Novo drauf und los geht's. So da, mein Topferl noch drüber. Heute mal noch ein bisschen andere Aufhängung, die zeige ich euch später mal. Ist noch viel einfacher, braucht man gar keinen Knopf können. Ein bisschen
Farbe. Passt schon. Ja, herrlich, ist schon fertig. So, da. Dann lassen wir uns das jetzt so gut schmecken. So, ich esse jetzt mal super und dann plaudern wir ein bisschen, was ich euch erzählen wollte. Ja, diesen Botthänger, was ich da jetzt gehabt habe, also wo man diesmal keinen Knoten braucht, den zeige ich euch natürlich in einem extra Video noch. Ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich auch woanders gesehen, aber ich habe gedacht, der schaut gut aus, den zeige ich euch auch noch. Ja, ja Freunde, mein Superl ist leer. Das muss ich mir dann aufwaschen, weil ich brauche dann für mein Käfchen noch was. Ich mache mir das noch schnell und dann erzähle ich das. Ist sie beim Käfchen, ritze sie einfach leichter. Eine Brennpaste habe ich wieder dabei. So. Pasta brennt. Der Kaffeemaschinerei drauf. Jawohl, herrlich. Na, der verschwindet richtig in der Tasse. Aber das macht nichts. Einmal wieder der allerbeste Gruß an meine Krankensaison. Gesund werden. Prost. Ja, was gibt es extremes Wichtiges zum Sagen? Auf alle Fälle, in dem Sinn, wo ihr gerade das Video schaut, ramm ich meinen Schreibtisch zusammen und sag, der Arbeit wird gut. Ja, der alte Wolf ist quasi in Pension. Ja, so ganz Pension noch nicht, das stimmt noch nicht. Ich bin jetzt einmal 6 Wochen in Urlaub. Und mit 1. April, und das ist kein Spaß, gehe ich dann in meinen wohlverdienten Ruhestand. Ja, das zweite, was ist, ja, das Herz mit Plaudern. Ich habe mir das Ganze wieder mal ganz gut überlegt. Ihr habt das auch in die Kommentare geschrieben, dass euch mein Plaudern da gewaltig angeht. Ja, ich kann mir das vorstellen, bin mit dem Kanal groß geworden, mit Plauderei. Hab zwar zuerst mit Hochdeutsch angefangen, hab dann umgeschlagen auf meinen Dialekt. Der dürfte extrem gut angekommen sein. Ja. Und daher habe ich mir gedacht, ich werde einfach wieder gewasseln. Ich weiß, am Anfang hat mir das sehr gut gefallen. Ohne Reden. Ich muss auch gestehen, ich habe Kanäle gesehen, die was auch nicht reden. Und was mir dann nach einer Zeit wieder ein bisschen am Nerv gegangen ist, ist für die irgendwo ein bisschen der Content. Der Bezug mit den Leuten selber. Ne? Die machen sie zwar verdammt gut, die werden wahrscheinlich auch immer wieder ans Einstrahlen, ohne Reden, machen ja viele andere auch. Aber ich glaube, mein Hauptding wird wieder bei Plaudern. Ich glaube, da werden etliche damit zufrieden sein. Gut, an jeden kann man sich nicht zufrieden machen. Aber es ist halt so, das, was ich gelesen habe, das geht schon verdammt viel noch, mein Reden. Und wenn man die Kommentare so durchschaut, waren das mindestens locker 20-30%. Und wenn einer heute sagt, er macht seine Videos für sich selber, dann liegt er sich sowieso selber an. Weil wenn er es für sich selber macht, braucht er es nicht auf YouTube stellen. Also macht er jeder die Videos für euch natürlich. Klar, jeder will sich ein bisschen präsentieren, ein bisschen seine Gegend sagen, so wie ich. Ich habe nun einmal eine schöne Gegend, Dschungel, Donau, Hausberg, alles in meiner unmittelbaren Nähe. Ja, Begrüßung gehört auch wieder dazu, Verabschiedung wäre auch wieder ein Aufnehmer. Vielleicht, wenn ich durch den Wald durchstrafe, dschungelmäßig, dass ich ein bisschen eine Musik einstrahle, schauen wir mal, wie es mir taugt. Ich habe ja
vorher schon gesagt, ich habe einiges vor. Wenn es dann früher wird, will ich ein paar neue Gegenden erkunden, ein bisschen Mineral fahren, da kann ich auch die Kamera mitnehmen. Und ja, schauen wir mal, was auf mich zukommt. Ich habe mir nichts Genaues vorgenommen. Lassen wir das alles einmal auf mich zukommen. Denn so einfach ist ja das da nicht, von heute auf morgen. Dass man weiß, dass man daheim ist, ist auch nicht so einfach. Man arbeitet ein ganzes Leben darauf hin, dann ist es halt plötzlich so weit. Braucht man ein bisschen, bis man das schnell in. Ja, das war es im Großen und Ganzen, was ich euch sagen wollte. Ich werde meine Tipps und Tricks weiter behalten. Ich werde diese Vorstellung, habe ich auch schon eins gemacht, wieder neues. Das werde ich auch beibehalten, ein bisschen was sagen. Ich gesagt, ich zeige euch dann auch noch mal, mache eigenes Tipps und Tricks für den Botthänger da ohne Knoten. Das geht relativ einfach. Das will ich auch noch dann sagen. Ah, hier wird so viel Zeit, was ich euch alles sagen kann. Ja, das soll es einmal gewesen sein mit der Plauderei. Jetzt reicht es einmal wieder für ein bisschen. Ich werde jetzt einmal austrinken, schön langsam wieder alles zusammenpacken und dann wieder Richtung Heimat gehen. Den Gatsch von die Schuhe rüberbringen. Auch wenn das Wetter so bleibt, ist der Frühling eh bald da. Ja, Freunde. Das war mein Hauptanliegen an euch und alles andere ist dann Nebensache, würde ich sagen. Ah, jetzt schaut die Sonne wieder ein bisschen durch. Herrlich. Ha, bin ein Sonnenfanatiker. Die Kühlen ist nichts mehr für mich. Ich habe dann vor, vielleicht wieder Übernachtungen zu machen im Sommer. Winter werde ich nichts mehr machen. Da spülen die müden Knochen nicht mehr so mit. Ich habe auch keinen Schlafsack mehr. Aber die Isomatten alles verkauft. Werden wir so einen 0815 nehmen. Dünnen Schlafsack habe ich sowieso noch für den Sommer. Das reicht vollkommen. Schauen wir mal, Zelt oder Tab. Nächstes Tab habe ich mir auch zugelegt. Habe ich noch gar nicht aufgespannt. Ist noch ein Eich im Rucksack. Aber wird auch noch alles kommen. So, aber jetzt packen wir mal in Ruhe zusammen und zischen wir mal Richtung Heimat. Ja, wenn es mir so weitergeht, brauche ich demnächst die Kaffee mehr mit. Da reicht dann eine kleine Sitzmatten wieder. Und ja, schauen wir mal, wie es mit den Temperaturen ist und bleibt. Ja, viel werde ich da nicht tun können, weil das ist alles glatschig quasi. Da tut sich nicht viel. Aber ich glaube, da habe ich nicht so weiß Gott wie viel hinterlassen. Lassen wir es gut sein. Gehen wir. Das muss einfach. Es ist so geil. Herrlich. Ich habe drei Gaxi. Schaut, dass ich ganz gesehen habe. Aber leider findet man nicht nur die Gaxi. Schaut einmal. Ich finde sogar einen Liefe. Den nehmen wir mit und den ziehen wir da an. Ja, Freunde, das war es einmal wieder von meiner Tour. Mit einem tollen Ambiente im Hintergrund möchte ich mich von euch wieder in gewohnter Weise verabschieden. Ich sage mir immer danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und gesund bleiben. Und Servus die Maul und viert euch die Buben.